So, da sind wir auch schon wieder. Und dann gehen wir mal da rein. Auf den nächsten Ladenbildschirm. Ich könnte mir mal einen neuen Anfang überlegen, dass nicht immer am Ladebildschirm anfängt, oder? Naja. Mal schauen, was jetzt passiert. Jetzt sind wir also sozusagen auf der Flucht. Teil 5, die Flucht. Wie passend. So, dann die Richtung gehen. Oh, klasse! Du hast es geschafft! Sehr gut. Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Meinst du? Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Nicht bewegen, okay. Gut. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Nein. Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Damit du nicht stirbst, hat sie doch gesagt. Ganz schön dunkel hier, was? Jojo, leuchte mal. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Okay. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Ja, leuchte mal. Oh, schön gemacht. Oh. Ja. Wie das mit einem Plan? Machen wir nicht? Schnell, hier! Lust auf eine kleine Geschichte? Nee. Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Scheißwetterwirtschaft, ey. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem Übel riechend. Das ist lange her, dass ich hier war. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund. Okay, ich bin da. Bist du? Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Okay. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Ja, gerade so. Wo ist er denn? Da. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Und hier ist ein Turret. Yeah. Kann man die bestellen? Ich nehme zwei für die Arbeit. Gut. Also, ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Ja, kann ich brauchen. Ich rutsche nicht wieder ab. Ja, nicht abrutschen. Gerade noch so funktioniert. Nicht da? Ich bin da. Okay. Und auf den nächsten Ladebildschirm. So ein Drittel dürften wir jetzt, glaube ich, haben vom Spiel. So ungefähr, so Pi mal Daumen. Der lustige Teil kommt hier erst noch. Oh, ja, okay. Wenn man sich hier ein bisschen beeilt... Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Machen, hab ich aber die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Ja, mache ich ja. Wenn man mal schnell hier rüberkommt... Kommt hier gleich so ein Turret angefahren. Da das. Das kann man mitnehmen und sobald man es rettet, kriegt man auch einen Erfolg. Ich nehme es auch mal mit. Ich bin anders. Echt? Thank you. Thank you. Nehmen wir halt mal ein Stückchen mit. Get me. Wieso redet er eigentlich Englisch? Komischer Turm.
from Nicholas was punished by the gods for giving the gift of knowledge to man. He was cast into the bowels of the earth and pecked by birds. Okay. Na, lass mich hier liegen. So, hier nehmen wir uns direkt einen mit, dann müssen wir nicht nochmal zurücklaufen. Na komm, wir schon. Vorlage. Antwort. Vorlage. Antwort. Oh, klasse, du hast es geschafft. Okay, Nina, das wird dir gefallen. Antwort. Okay, jetzt sind fast da. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Ja. Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Mhm. Machen wir die Tür auf. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Okay. Fertig. Ha! Hab dich gesehen. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Müssen wir den Turm da, den einen Turm entfernen und den fehlerhaften Turm reinstellen. Wenn man sich selbst reinstellt, kriegt man auch noch einen Erfolg. Okay, das sollte genügen. Antwort. Kann man sich einfach reinstellen. Was hast du da? Vorlage. Antwort. Gibt's halt einen Erfolg, ich hab den aber auch schon. So, stellen wir einfach den fehlerhaften Turm da rein. Das ist perfekt. Fertig. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Ja, mach mal. Vorlage. Antwort. Okay, der Meisterhacker fängt jetzt an. Mach mal. Von weitem sieht es ein bisschen Vorlage. Leichter aus. Antwort. Dauert etwa 10 Minuten. So viel Zeit haben wir nicht. Hack ich halt die Tür. Das ist ganz schön kompliziert. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Tja, das ist nicht der Einzige, der hacken kann. Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es Nein. muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Schön. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Ja, wie komme ich ja nochmal hin? Dadurch. Hinten Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Yes, totally. Potatoes, okay. Backpulver-Vulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Irgendwie bekomme ich hier Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Ja, bist du sehr sicher, okay. Dann vertraue ich dir mal. Nur ausnahmsweise. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Läuft noch. Oder auch nicht. Irgendwie habe ich so ein ungutes Gefühl. Okay, hier dann. Tür auf. Und auf den nächsten Ladebildschirm. Ja. Gleich da sein. Mal gucken, wie weit wir es noch schaffen. Ha! Ich wusste, wir sind hier richtig! Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Ja, du Meister Hacker. Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Mach's gut. Dann fahren wir mal hoch.
Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Händen komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... Oh, das ist mal ein großer Laser. Am besten wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten etwas Wichtiges kaputt machen. Ich habe aber eine andere Idee. Wir bleiben hier einfach stehen und lassen uns vom sanften Summen des Lasers in einen Zustand absoluter Entspannung versetzen. Vielleicht fällt uns dann ein, wie wir die Tür aufkriegen. Okay. Nein, der Plan ist nicht gerade weltbewegend, aber was Besseres haben wir momentan nicht. Es sei denn, wir verhindern damit einen plötzlichen Geistesblitz und Redeschwall deinerseits. Aber das glaube ich nicht. Gut. Besinnliche Stille also. Rätselhafte Taste. Oh, Entschuldigung. Stiegli ist lustig. Kein Wort mehr. Oh, warte, was bewusstes Schweigen. Wir sind von Stille umgeben. Da sinkt sie herab. Undurchdringliches Schweigen. Ab jetzt. Wenn dir übrigens doch noch was einfällt, dann sag ruhig was. Fühl dich nicht zum Schweigen verpflichtet, nur weil ich besinnliche Stille gesagt habe. Also, wenn dir was einfällt, dann sag es. Aber ansonsten absolute Stille. Und zwar ab jetzt. Wenn du mal den Schweigen halten würdest. Sagt er noch was? Okay, dann beende ich jetzt diesen Part und im nächsten Part sehen wir, wie es weitergeht. Tschüss.